Hallo Leute, hier ist Shetty Malien und willkommen zurück an meiner Kanal. So, für alle, die neu sind, willkommen. Ich bin Aisha und an meine Oldie Summer Buddies. Willkommen zurück an meiner Kanal. So, wie ihr an den Titel seht, werde ich in diesem Video nur Deutsch reden. So, Disclaimer. Mein Deutsch ist nicht so fließend. Ich bin okay. Also ich kann an Unterhaltungen teilnehmen. So Essen bestellen. You know. Und das ist die Wichtige. Das sehe ich. Und ich weiß, dass manche Leute werden in den Kommentaren fragen, warum ich Englisch spreche, obwohl ich nur Deutsch in diesem Video reden will. Aber das ist die Trend jetzt in Deutschland. Also nicht jetzt, aber das war ja schon vorher. Aber manche Leute reden mit englischen Wörtern in Sätze. Also ist das normal? Also das ist eigentlich ein bisschen einfacher für mich. Yeah, bad. Yeah. So, als ihr das seht, werde ich über meine Zeit hier in Deutschland reden. Aber bevor wir das machen, lass uns dann so zurückgehen, als ich in Ghana war. So, in Ghana. Bevor ich hierher kam, war ich im ersten Schuljahr in der 9. Klasse. Wir hatten gerade so, wir waren durch mit unseren Prüfungen von 8. Klasse, ja, 8. Klasse. Und dann sind wir in die 9. Klasse gegangen und so. Und dann hab ich dann erfahren mit meiner Schwester, dass wir endlich so eine Visum bekommen haben, nach Deutschland zu kommen. So, ich war natürlich fröhlich. Sagt man das so? Ja, ich habe mich gefreut, einfach so. Ja, ich habe mich gefreut, weil, ja. Meine Mutter war hier, meine Geschwister war hier. Wir haben mit unserer Großmutter gelebt und so. Und meine Mutter kam nur so einmal im Jahr zum Besuchen oder so. Manchmal nur einmal in nach zwei Jahren gekommen. So. Oder sagt man in 2 Jahren? Weiß es nicht. So. Und ich hab mich sehr, 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 sehr gefreut, dass ich dann mit meiner Mutter dann leben könnte und, you know, all das. So, wir sind in Deutschland gekommen. Wir waren in Lohne, Oldenburg. Das ist Niedersachsen, in Vechta. Und ja, ich weiß nicht, ich habe keine Reaktion, so keine große Reaktion gehabt. So, das war alles so normal für mich. Ich habe keinen Kulturschock gehabt. Sagen wir so. Ich habe keinen Kulturschock gemacht, weil das ist ja, in Lohne ist es alles, sagen wir, es ist nicht so laut da. Alle sind in irgendwohin. Das war sehr leise da, nicht so wie hier. Aber ich hatte keinen Kulturschock. Ich war normal. Keine Reaktion, so normal. Also es war nicht kalt. So. Und ich glaube, mein Vater hat schon alles vorbereitet mit Schule und so, bevor wir gekommen sind. Und wir waren dann im Oktober hier waren wir. Und dann haben wir im September angefangen mit Schule. Also ich bin in der 9. Klasse gegangen, weil ich hatte zum Glück mein Zeugnis von Ghana dabei. Und deswegen konnte ich dann direkt in die 9. Klasse und nicht dann in 8. Klasse, weil ich konnte ja nicht Deutsch sprechen und so. Und ja, das war sehr, 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 sehr schwierig, weil die Unterricht war nur in Deutsch, außer Englischunterricht. Das ist ja normal, aber alles, ouch, alles wurde in Deutsch gelehrt und ich war so geschockt. Ich war
So, meine Reaktion war, Bro, wie soll ich das alles lernen? Ich verstehe gar nicht. So, aber wir hatten eine Stunde. Ich war nicht mit meiner Schwester in der Schule. Meine Schwester war in der Realschule. Sie musste, nee, nicht Realschule, meine Berufsschule meinte ich. Sie musste die Sprache erst lernen, weil sie war ja 18. Ich war 14, deswegen war ich, ging ich direkt in Schule und sowas. So, wie war das? Wir hatten eine Stunde, die, was war das? Ah, egal. Wir hatten eine Stunde Zeit, um Deutsch zu lernen mit einem Lehrer. Ich war mit anderen Leute, so Flüchtlinge aus Syrien, Irak, so, du. Ich war die Einzige, die nicht von einer, ich war die Einzige, die nicht geflüchtet bin, ist, sag mal so, ja, ich war die Einzige, die nicht geflüchtet ist. Also die Rest war dann so, ja. Und wir haben dann erstmal von, erstmal zu Hause habe ich die ABCD gelernt mit diese Kinderlieder, also A, B, C, D, E, F, G, und dann konnte ich das. Also dann in der Schule haben wir das auch gelernt, dann haben wir dann die Basis gelernt, so Artikel, wie man dann konjugieren und so alles, dann haben wir gelernt. Nach einem Jahr, fast ein Jahr konnte ich, Deutsch sprechen und verstehen, so. Und ich habe dann ab diesem Periode dann kein Deutsch mehr gelernt. Also ja, ich habe ja Deutsch gelernt, weil ich ging weiter zur Schule. Das zählt ja als Deutsch lernen, aber ich habe dann zu Hause nicht gelernt, like nicht weiter ich habe nicht weiter gelernt, damit ich dann sehr fließend reden könnte, kann. Also ich habe das nicht gemacht, deswegen rede ich so. Das ist sehr, sehr, sehr. Ich habe das nicht gemacht, weil ich keine Vertrauen in meiner deutschen Sprache hatte, deswegen konnte ich nicht so. In Deutschland rede ich nie. In Ghana rede ich immer, aber in Deutschland rede ich nicht. Alle denken, dass ich so leise bin, aber ich bin das nicht. Ich rede nicht, weil ich keine Vertrauen in meine deutsche Sprache habe. Deswegen konnte ich nicht besser werden und ich rede so. So, wir sind dann nach einem Jahr. Ja, nach einem Jahr umgezogen nach Dortmund. Sagt man nach Dortmund oder zu Dortmund? So, wir sind dann umgezogen und jetzt leben wir immer noch in Dortmund. Ehrlich gesagt, mache ich Lohne besser als Dortmund, weil hier sie sind sehr laut hier und ich mag meine Ruhe. Also hier sind ja so zu laut für mich. Und als ich hier gekommen, so back to the story. als wir hier umgezogen, haben die mich in einer Deutschklasse geschoben. Ich sag geschoben, weil hier haben die gemacht. Ja, das ist so, das war eine Klasse für, wieso kann ich dieses Wort nicht, an dieses Wort nicht erinnern? Foreigners, Flüchtlinge. Das war eine Klasse für die. Und, weil die meinten ja, die wissen nicht, wie meine Deutschsprache, ist und so, die mussten mich erst testen, bla bla bla. Ich so, okay, no problem. Ja, wir waren in der Klasse. Ich habe dann
glaube ich, ein paar Monate, ich war ein paar Monate da und dann habe ich die Lehrerin da oder dort gesagt, dass ich, wir haben ja, und wir haben uns dann unterhalten und dann habe ich das dann ihr erzählt, dass ich dann so, ich war ja schon in der 9. Klasse und 10. Klasse, ich war ja in den ersten Schuljahr in 10. Klasse und wir sind dann umgezogen. Imagine da. Can you imagine? So, und sie meinte, oh, wenn ich dann die Zeugnis von dieser Schule habe, dann kann ich zur 9. Klasse gehen. Right. Ja, ich sag, okay. Und an diesem Zeit waren wir alleine in Dortmund. Also ich und meine große Schwester waren alleine in Dortmund. Und unsere Eltern waren immer noch in Lohna. So, dann habe ich dann die gesagt und die haben das dann per Post geschickt. Wir haben das dann die Schulleitung gegeben. Da meinte sie, oh, okay, dann kannst du dann 9. Klasse. Ja, ich war dann in 9. Klasse. Ich war so leise und so. Und ich hatte eine, also meine erste Freundin war Fatima. Ich weiß nicht, wenn du das guckst. Ich liebe dich, Fatima. Und sie, ja, sie kommt aus Spanien. Sie ist jetzt wieder in Spanien gegangen. Sie ist nicht mehr in Deutschland. Ich vermisse sie so sehr. Und ja, sie war meine erste Freundin und wir haben immer in den Klasse geredet und Unterricht gestört. Oh mein Gott. Das ist so schön. Das war so schön. Aber ja, und ich habe ja ein paar Freundinnen auch gehabt von dieser Schule. Jacqueline, sie ist immer noch hier in Deutschland. Ich habe sie so lange nicht kontaktieren, weil ich so schlecht mit Kontakt bin. Also ja, wenn du das guckst, Jacqueline, ich vermisse dich sehr und hoffentlich treffen wir uns und hoffentlich kommst du dann zu meinem Kanal und wir machen dann ein Video zusammen oder so. Ja, so ja, und dann 9. Klasse fertig, Abschluss, dann bin ich in, also, ja, ich weiß, dass die Deutschen, die das hier anguckt, die wissen schon, 10a und 10b, aber zu meiner, an meine ganzen Leute, an meine Oldies und my Buddies, hier in Deutschland haben wir, ich mache ein anderes Video und erzählt euch dann, wie das hier in Deutschland ist. Mit dem Schulsystem und alles so, ja. Sonst wird das ein langer Video. So, ich habe dann 10b. Und 10b ist ja sehr schwer als 10a, ja. 10b und dann 10b fertig. Und ja, habe ich dann, ich habe ja mehrere Krankenhäuser, meine Bewerbungsunterlagen geschickt und alles war negativ. Und ja, ich weiß jetzt nicht, warum Deutschland so ist, weil die brauchen ja Krankenschwestern und so, aber wenn du dann die Bewerbung anschickst, dann bekommst du eine negative Antwort. Also ich verstehe das nicht. Ihr braucht Krankenschwester, ihr braucht alle. Warum nehmt ihr alle nicht an? Das ist ja kein Problem. So, ja. Okay, dann haben wir in Schwerter eine gefunden, aber das war Altenpflegerin. Ich wollte ja immer Kinderkrankenpflegerin werden. So, das war Altenpflegerin, wir haben das ja genommen. Am Anfang wollten wir nur als Krankenschwesterassistent diese Ausbildung machen, aber dann meinte die Leiterin, da das, oh, wir haben die Abschluss für die dreijährige Ausbildung, warum machen wir das, probieren wir das dann. Dann haben wir auch, okay, ja, dann probieren wir das, dann haben wir das, ja, alles gemacht, wir haben einen Test gemacht und so, bla bla bla. Und ja, wir sind dann in die Schule gegangen und ja, ersten Tag haben wir uns dann vorgestellt, was wir dann gemacht haben, welche Schulabschlüsse wir haben, wie alt wir sind, so, all das. Und, yeah, das,
Also die Klasse war ja, wie soll ich das sagen? Das waren nicht nur junge Leute, es waren ja ältere Leute. Also diese Ausbildung ist so, es gibt keine Altersgrenze. Für alle Ausbildungen, glaube ich, gibt es keine Altersgrenze. So, und ja, die Klasse war okay, das war ja, das war gut, ja. Wir haben, ja, ich hatte ja ein paar Freunde, aber so, und mit alle haben wir dann, ich sag immer wir, weil meine Schwester und ich waren zusammen in dieser Klasse. Sie ist immer noch in dieser Klasse, aber ich bin nicht mehr in dieser Klasse. So, wir sind mit alle, wir hatten eine gute, ich weiß nicht, welches Wort ich benutzen soll, deswegen sage ich hier Beziehung, wir haben eine gute Beziehung mit alle, aber wir waren nicht Freunde, sozusagen. So, und wir waren nur Klassenkameraden. Wir hatten ja Freunde da drin und so, aber ja, und ich bin ja nicht mehr da. Ich habe meine Ausbildung abgebrochen. Meine Schwester ist immer noch da. Sie wird dann nächstes Jahr ihren Abschluss kriegen und so. Und ja, sie wird dann Altenpflegerin werden. Examinierte Altenpflegerin. Aber ich konnte das nicht machen, weil, ach, mein Rücken hat mich gekillt. Oh Gott. Deutsch. Ich bin Deutsch jetzt. Gekillt. Die sagen das immer, ich will. Ja, aber Deutschland ist, also das ist ja das Ende meiner Geschichte hier in Deutschland, mein Leben hier in Deutschland. Ich bin jetzt arbeitslos. Ich suche jetzt Arbeit und so. Und ja, ich bin jetzt zu Hause und macht gar nichts außer Arbeit suchen und so. Und YouTube, ja, yeah, sagen wir das. Okay, so. Wenn ihr das Video bis jetzt geguckt, Dankeschön. Wenn ihr mich mag, bitte abonnieren. Nicht vergessen zu abonnieren. Und teile das an ihre Familie, eure Familie, Freunde, Cousine, Cousines, Freunde, alle, damit die auch abonnieren kann, weil ich werde mehr Deutsch-Videos machen, ja? Das wird dann noch ein bisschen, interessant werden und so. Danke, 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 dass. Danke, dass ihr alle das geguckt habt. Hoffentlich hat das Spaß gemacht und alles. So, danke schön. Ich sehe euch in meinem nächsten Video. Bye. Oh, als ihr seht, meine Artikel und so sind durcheinander. So. Wenn ihr das gemerkt habt, ja, kommentiert da drunter. Mein Artikel ist durcheinander. Ich weiß das, ja, ich weiß. So, Dankeschön. Tschüss.